Super Mechanics. Und wir können sehen, der Challenger-Rahmen scheint hier der Standard zu sein. Ihr könnt jetzt auch bemerken, dass... Ah, okay. Mac is back ist auch noch da. Also ziemlich der Einzige bei PKD, der gerade keinen Challenger-Rahmen hat. Ist aber offensichtlich nicht tragisch. Worauf wir noch nicht eingegangen sind bei dieser Begegnung zwischen PKD und Triforce Energy, ist die Tatsache, dass wir kurz eine kleine Änderung der Summoner-Spells hatten. Morgana, es sah kurz so aus, als wenn sie das Exhaust hatte, hat es aber dann am Ende noch geändert. Und wir werden auch einen Trundle mit einem Teleport sehen. Ja gut, ich sag mal, Trundle haben wir ja schon festgestellt, der hat am Anfang ein paar kleinere Probleme gegen Rennington wahrscheinlich. Und wenn er dann sehr früh von der Lane gedrückt wird, hat er immer noch die Möglichkeit mit dem Teleport, jetzt sag ich mal, auf die Lane wieder zurückzukommen, um jetzt nicht so viele Minions zu verpassen. Das stimmt, er kann da so ein kleines bisschen gegenarbeiten, wird sich dann auch dadurch den Fight gegen Rennington definitiv nicht leisten wollen und auch nicht leisten können. Er erfährt eine gute Unterstützung durch die Elise, denn sie bringt einfach nur ganz viel Power an sich mit. Das bedeutet, sie kann dann auch sehr schnell den Renekton runterschreddern, sollte er sich überlegen, viel Leben zu holen bzw. sein Ultimate zu aktivieren, welcher ebenfalls maximales Leben hinzufügt. Das heißt, man könnte gewappnet sein, um ihn eventuell zu gängen, aber im aktuellen Meta ist man da sehr, sehr vorsichtig, was die Toplane an sich angeht. Ja, und wie wir erwartet haben, ist es auch Ludo Mitte. Also wirklich, schon inzwischen echt ein Standard-Pick geworden, muss man sagen. Lolo Mitte wird wirklich jetzt andauernd ausgepackt, man sieht sie wirklich überall. Und wundert mich auch wirklich nicht, dass so erfahrene Spieler natürlich auch gleichzeitig mit auf diesen Zug aufspringen und sich sagen, ja, warum sollen wir den super strongen Lolo-Pick hier nicht mal auspacken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Botlane, denn die Morgana kann da wirklich die Jinx komplett durch das Early Game mit ihrem Schild halt durchbringen. Dadurch, dass sie einfach die Jinx quasi immun gegen die ganzen Engages von der Leona macht. Können Sie auch sehen, dass man hier versucht, sogar den Invade durchzubringen. Bei Elise wird das schwierig. Die Spinnen sind da die perfekte Waffe, um Skillshots abzufangen. Sieht schon, dass man sich zurückzieht. Aber bezogen auf Leona muss ich dir recht geben. Sie muss da sehr, sehr versiert sein, was ihre Zenithklinge an sich angeht. Das bedeutet, der Schild wird fast immer solide durchkommen. Und das, darauf muss sich Leona einerseits einstellen. Kann sie aber auch sehr gut, indem sie die Zenithklinge mehr oder weniger zweimal hintereinander trifft. Der Cooldown des Black Shields ist unglaublich hoch und das muss man quasi als Leona, muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, beziehungsweise sehr versiert darauf, also die nächste Klinge sehr zügig zu treffen. Kann in einigen Fällen schwierig werden. Auch der Engage mit ihrer Ultimate ist bei hoher Reaktionszeit von Mac is back ein Riesenproblem. Definitiv. Wobei man ja sagen muss, dieses Black Shield an sich hält zwar den Stun auf, aber Leona charge definitiv auch mit der Zenithklinge noch hinterher. Das heißt, sie steht auf jeden Fall an der Jinx dran und kann eventuell auch kurz Zeit warten, um sie dann nach diesem Black Shield zu stunnen. Ist richtig, wobei man echt sagen muss, das erfordert dann wirklich viel Geduld. Also die Morgana wird dabei, denke ich, nicht faul sein. Auch die unglaublich unangenehme CC-Kombination aus dem Dark Binding und den Chomp-Boss von Jinx hält einfach den Gegner sehr, sehr lange fest und selbst eine Leona in der frühen Phase des Spiels könnte da sehr, sehr stark verletzt werden. Auf jeden Fall. Können Sie hier sehen. Ja, man sieht schon, alle konzentrieren sich hier so ein bisschen auf den Farm. Mac is back und Baylor versuchen sich da schon so ein bisschen anzugehen. Und Baylor hat sogar hier sein Shield geskillt, also setzt hier wirklich am Anfang auf diese Resis, versuchen hier auch gar nicht so schnell wie möglich Level 2 zu kommen. Cosmic macht das wirklich sehr, sehr gut. Macht hier Commodore richtig, richtig Stress mit seinem Rocket Launcher. Und sehr ungewöhnlich. Normalerweise setzt man ja mit Leona immer auf Level 2. Ja, aber hier macht es halt, also es würde jetzt Sinn machen, weil als man bemerkt hat, okay, sie hat mit dem Stun begonnen, das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, aber nun können wir bemerken, dass halt Morgana ebenfalls Level 2 geworden ist, somit ist Jinx sehr, sehr sicher in der Lane an sich. In der LCS konnten wir sogar beobachten, dass der ein oder andere Morgana-Spieler mit der Pfütze startet und hier wurde es auch getan, Dark Binding und dann sofort das W geskillt, auch eine interessante Wahl, ist sehr, sehr offensiv, weil man versucht quasi die Gegner noch härter an den Tower zu pushen, dadurch wird das Farm sehr, sehr unattraktiv und diese Entscheidung hat man ganz, ganz einfach getroffen, weil das W von Leona genommen wurde, denn sie hat ja quasi keinen Follow-up, sollte sie die Zenithklinge gewählt haben. Ja, also jetzt braucht Morgana echt ihr Shield nicht. Und man sieht auch schon, Deathwing macht hier oben dem Trundle ordentliche Probleme. Er muss sich immer wieder von den Minions zurückziehen. Und durch den guten Sustain, den Deathwing einfach hier mitbringt mit Renekton, hat er da überhaupt keine Probleme, auch in den ganzen Minions mal drin zu stehen.
Mit, ja, sehr, sehr schwierig oben für Trundle. Sie noch eine interessante Itemwahl von Renekton selber, dass er sich vor die Dorans Klinge entschieden hat. Also er will von Anfang an aggressiv sein. In den meisten Fällen sieht man eher den Schild, um die konstante Regeneration zu ermöglichen. Aber Renekton ist da so selbstbewusst, weiß alles klar. Ich kann hier oben Druck machen, wie ich will. Deswegen da sehr, sehr erfahren. Und Trundle muss sich halt da so ein Stück weit auf seine natürliche Regeneration und seine Passive verlassen, um die Lane halbwegs stabil zu halten. Ist vom Farm jetzt ein kleines bisschen behind, aber man erkennt schon, dass er einiges an CS am Tower verliert. Oh, Bottom kommt jetzt ein kleiner Engage. Gut, Darkbinding wurde getroffen, aber jetzt kommt nicht wirklich der Follow-up. Und Toplane wird jetzt gegankt. Jetzt können wir sehen, Cocoon trifft zwar auf Pantheon. Das ist ein sehr, sehr unangenehmer Gegner zu Beginn. Ihr könnt jetzt hier sehen, dass sich auch die Elise da zurückziehen muss. War ein kleiner Versuch eines Ganks. Ist halt schwierig am Anfang gerade. Pantheon hatte sehr, sehr gut rotiert, indem er da an Ort und Stelle war. Vielleicht hätte man sogar ein bisschen geduldiger sein können und den Counter-Gank an sich durchspringen. Sollte man nämlich Renekton fokussen, wird man feststellen, dass es doch eine gewisse Zeit lang dauert, ehe dieser Champion tot ist. Sogar vor Level 6, wohlgemerkt. Auf jeden Fall, ja. Und ja, Botlane macht immer noch weiterhin Druck. Sie drücken wirklich hier Commodore und Baylife hier komplett an die Turrets und Titan sieht sich hier sogar in den Enemy-Jungle und versucht da dem Gachaburi richtig auf den Sack zu gehen. Oh no, er hat das kleine Minion gesmited. Wie ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich, ja. So, muss ich da zurückziehen. Schön, und hier kann man wieder sehen, der Black Shield, hervorragende Waffe, um das Ganze zu überleben. Aber auch gutes Timing von Baylife selbst, denn er hat in dem Moment engaged, als viele Minions, also als viele seiner Minions da waren. Das bedeutet, es konnte kein Follow-up durch das Binding von Morgana kommen. Bedeutet, die Ona hat nicht so viel Schaden gefressen, wie es hätte sein können. Toplane nach wie vor unter Druck. Wir können sehen, Trundle verliert er schon ordentlich an Mana. Und ja, den Renekton wird es auch eine sehr, sehr lange Zeit gut gehen. Wir können auch mal einen kleinen Blick auf das Item-Bild werfen. Bemerken, dass Ludo sich mit dem einen oder anderen Ring ausgestattet hat, auch mehr auf Mobilität setzt, um halt diesen kleinen, nervigen Bouncing Bombs zu entkommen, die ja bei sehr viel Mana sehr anstrengend sein können. Und natürlich auch der Kelch auf der Seite von dem Six. Lulu besitzt natürlich auch mit dem Whimsy-Spell da nochmal einen ordentlichen Movement-Speed-Boost, der natürlich auch super gut geeignet ist, um halt, wie du schon gesagt hast, diesen Bouncing-Bombs vom Six auszuweichen. Und ja, Deathwing versucht ihn sogar noch, bricht ihn sogar noch ab. Oh, also geht so dem Trundle hier oben richtig auf die Nerven, lässt ihn da gar nicht irgendwie zurück in die Base gehen, um sich vielleicht ein paar Items zu holen, mit denen er ein bisschen besser auf der Lane standhalten kann. Ja, ist immer schwierig, wenn man sich dazu entscheidet, halt zu früh zu porten. Also es ist, manchmal kommt es einem unangenehm vor, wenn man den Gegner abbricht, weil er dann weiter bleibt und versucht zu farmen, aber im Trundle ist das halt einfach nicht der Fall. Also er wird hier immer noch Riesenprobleme bekommen, ist jetzt mittlerweile schon 16 CS behind und das ist schon eine stattliche Menge insgesamt. Ja, aber Deathwing weiß natürlich auch, wenn er ihn zurückgehen lässt, er hat Teleport mit und er wird auch wieder auf die Lane teleporten und das will er natürlich nicht. Er will ihn so lange wie möglich von den Minions weghalten und das kann er momentan am besten, wenn er ihn einfach zoned und an den Tower drückt, denn da bekommt der Trundle ja nicht jedes Minion, sonst wäre Deathwing nicht schon, ja wie du bereits gesagt hast, 20 Minions ahead. Und das macht er momentan genau richtig. Elise versucht jetzt hier den Gank durchzubringen. Können wir sehen, wie viel Schaden da alleine entsteht. Aber mit dem Slice and Dice kommt er da dann nochmal ganz gut weg. Ist schwierig, der Pillar war jetzt ein bisschen, war natürlich platziert, um den Gegner so gut wie es geht zu slowen. Aber auch Elise selbst konnte da nicht mit dem Repel connecten. Er hat viel Leben verloren, aber immer noch seine Ultimate zur Verfügung. Wäre so eine riskante Sache gewesen, da weiter zu verfolgen. Und mittlerweile können wir auch sehen, begibt sich in die Base, wird er entsprechend auch einkaufen. Und der Weg Richtung Tiamat wird eingeschlagen. Ja, hast du ja schon mehrfach erwähnt. Tiamat ist wirklich so ein Standard-Item jetzt auch geworden auf Renekton. Viele haben ihn eigentlich eine Zeit lang immer so ein bisschen tanky mit Sunfire Cape gebaut. Aber wenn man natürlich so ein Lead auf der Lane hat im Early Game, dann kann man auch durchaus so ein Tiamat mal rushen und macht natürlich dem Trundle dann noch um einiges mehr Sorgen. Denn der Schaden, den man dann einfach hat und vor allen Dingen auch diesen Wave Clear mit diesem Tiamat ist wirklich unglaublich hoch. Ja, die Kombination aus beiden ist so ziemlich das Schrecklichste, was dem Gegner passieren kann. Denn die Tankiness holt er sich ja trotzdem aus seiner Ultimate und ist natürlich auch in der Lage, noch mehr Flächenschaden anzurichten. Das heißt, es ist noch ein kleiner Weg, aber muss ja auch dazu sagen, wie du es bereits erwähnt hast, mit dem entsprechenden Damage steigert sich ja auch die Potenz seiner weiteren Spells. Das heißt, Slice and Dice ist um einiges kräftiger. Das gleiche gilt für den Stun und das Q ebenfalls. Ja, also das skalieren da wirklich sehr, sehr hoch. Trundle hat sich jetzt hier zwar mit dem Giant Spell ausgestattet, reicht aber immer noch nicht. Man sieht dieses Q macht wirklich sehr, sehr viel Schaden und
ja, gerade weil alle Spells mit AD skalieren, kann er sich natürlich dann ja auch immer wieder, hat er dadurch einfach auch mehr Sustain mit dem Q. Ja, und wenn wir hier gerade von dem CS-Lead bei allen Teammembern von PKD gerade reden, er ließ es da so ein kleines bisschen noch voraus. Lulu muss schauen, dass sie ihren Mana-Haushalt im Blick behält, denn die Ultimate selbst ist sehr, sehr teuer. Aber worauf ich hinaus wollte, ist die Botlane. Können sehen, auch da ein sehr, sehr großer Lead für die Jinx, ist da fast 20 Zähler voraus und konnte sich auch sehr, sehr früh das BF-Sword leisten, was natürlich einen massiven Schadensboost gibt. Jetzt sehen wir schon, Pantheon will hier in die Mitte reinspringen. Nein, er hat das Ganze abgebrochen. War ihm doch ein kleines bisschen zu risky, das unterm Tower zu machen. Zumal ja auch die Lulu eine gute Tankiness mit ihrer Ultimate mitbringt. Also wäre ein sehr, sehr riskanter Move gewesen. Ja, also da wäre es definitiv auch nicht ja, ohne Verluste ausgekommen. Und da hat man sich dann einfach entschieden, bricht man das Ganze hier ab. Man sieht, Deathwing macht hier wieder weiterhin Druck auf Redmig. Wirklich unglaublich viel Schaden. Und währenddessen versucht Baylife immer wieder auf die Jinx zu engagen. Aber man sieht einfach, dieses Magic Shield ist einfach so stark. Es bricht einfach die komplette ja, Engage-Kombo von der Leona einfach ab. Ja, sie muss jetzt ein bisschen geduldig sein und ihre Cooldowns abwarten und könnte dann jetzt in diesem Moment wieder engagen, weil ganz einfach noch der Cooldown auf dem Shield selber ist. Aber man merkt jetzt, okay, PKD plant hier als nächstes den Drake. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Timing. Er konnte die Botlane ein kleines bisschen zurückhalten, auch so viele Items holen, dass man sich wahrscheinlich nicht damit anlegen will. Und vor allem der Fakt, dass Elise auf der Toplane ist, begünstigt somit einen sehr, sehr einfachen Drake. Und Renekton kommt halt wieder weg, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Er kann also einfach weglaufen. Ja, ich sag mal, der Follow-up von Trundle ist wirklich sehr, sehr gering. Ich sag mal, er hat zwar wirklich durch seine Pfütze, kriegt er da ordentlich Movement Speed und auch seine Pillar blockiert da schon ein bisschen vom Laufweg. Aber wenn Renekton einmal davon weg ist, dann ja, kommt er auch ohne Probleme vom Trundle weg. Und Elise, wenn sie Repel und Cocoon raus hat, gibt es da auch nicht viele Möglichkeiten mehr zu followen. Richtig, und zumal ja auch einiges an Haut quasi durchdrungen werden muss. Jetzt wäre wieder so eine Option gewesen, dazu engagen. Man kann sehen, Lucian kann schon alleine vergleichsweise viel Schaden rausdrücken. Also die Trades sind dann ein bisschen schmerzhaft für die Jinx, aber mit den BF und ihren wahrscheinlich 4%, nee, 6% Lifesteal jetzt genommen. Also wirklich die super sichere Variante, was den Sustain angeht. Und wird sich da entsprechend schnell hochheilen, auch ohne die Hilfe eines heal-lastigen Supporters. Bezogen aufs Itembild können wir auch sehen, dass sich Morgana sehr, sehr früh das Ward-Item geleistet hat. Skippt somit den Bonus-Gold, den zum Beispiel eine Coin geben würde. Ja, ist eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Dadurch hat man einfach, sie hat jetzt sehr, sehr deep Wards. Sie weiß also auch, dass die Elise da ist und hat jetzt auch im River nochmal eine Ward. Und dadurch können sie natürlich auch sehr, sehr aggressiv die Lane reinpushen, weil sie nicht mehr wirklich die Angst haben müssen, dass sie da Probleme bekommen. Ja, wir konnten jetzt sehen, dass Trundle seine Ultimate bereits benutzen musste, um einfach nur den Renekton loszuwerden. Er wird jetzt aber da bleiben. Deathwing macht da insgesamt einen guten Job. Wird auch sein Dominus bald wieder zur Verfügung haben. In 10 Sekunden ist es nicht mehr auf Cooldown. Und Trundle macht genau das Richtige. Er geht jetzt also er versucht zurückzugehen. Vielleicht sehen wir noch eine kleine Slice-and-Dice-Aktion, um ihn abzubrechen. Ja, das sehen wir sogar. Super nervig, dieser Deathwing. Und er macht es halt genau richtig. Trundle kommt somit nicht mal ansatzweise ins Spiel. Ist ja schon in ordentlichen CS behind und wird sich auch nicht viel leisten können, wenn er zurückkommt. Ja, definitiv. Also, wie du schon erwähnt hast, er weiß halt, dass er Teleport hat und bis jetzt konnte Redneck hier wirklich noch nicht ein einziges Mal Teleport benutzen. Das ist natürlich ja, sehr, sehr ärgerlich, denn was macht man mit einem Summoner-Spell, den man einfach nie benutzen kann? Das ist natürlich ja, doppelt ärgerlich. Und er kann natürlich auch nicht auf der Lane gegen Deathwing gegenhalten. Boah, das war aber schon ein ordentlicher Schaden, den hier Elise rausdrücken konnte. Das war wirklich in allerletzter Sekunde seine Ultimate aktiviert, um sich selbst das Leben zu retten. Sie wollte jetzt nicht weiterfighten. Oh, er geht hier sogar auch noch rein, kann aber den Stunning dann schöner Cocoon. Leider ohne Tower-Aggro. Warum hat der Tower nicht angegriffen? Reicht aber für sie aus. Schön gemacht von Elise selber. Irgendwie, ich war ein bisschen irritiert, warum keine Tower-Aggro entstanden ist. Sie war ja doch in der Flaschen-Ulti. Ein bisschen irritiert. Ja, ein bisschen irritierend, aber Gashabo hat das auch wirklich sehr gut gemacht. Er hat nämlich in den Busch reingeflasht, um halt einfach nochmal die Vision zu verlieren. Mitte kommt er zum Engage, Avenue geht rein, Nature kommt. Sehr, sehr gut gemacht, dass sie ganz einfach nur den Sprung verhindern konnte. Er wollte sie gerade anspringen, aber in dem Moment hat sie ihn mit der eigenen Ultimate so ein kleines bisschen zurückgeworfen. Schönes Timing dabei, aber auch viele Summoner-Spells nun verbraucht auf der Seite von Try. Das bedeutet hier auf jeden Fall Potenzial, vielleicht die Lulu jetzt abzuholen, denn zu Beginn des Spiels ist die Ultimate mit einem sehr, sehr hohen Cooldown gesegnet. Das heißt, Six könnte da nochmal den Engage suchen. Wir sehen schon, seine Mega Inferno Bomb wurde ja zuvor eingesetzt. Das bedeutet, er kann den Fight als nächstes quasi erneut suchen, kriegt jetzt den Blue Buff, somit ist auch der Sustain in der Lane garantiert. Ja, PKD macht eigentlich genau alles richtig, was man machen muss, denn sie haben wirklich jede Lane outfarmed und der Jungler
auch wenn es noch nicht zu großartigen Kills gekommen ist oder zu ordentlichen Gangs, die zu Kills geführt haben, ja, läuft alles genau richtig für PKD. Sie haben sich den Drake geschnappt, sie sind im CS-Lead vorne und wenn das so weitergeht, wird es auf jeden Fall auf kurz oder lang gesehen immer, immer schwieriger für Try. Na, wir sehen jetzt auch schon, dass der Midlane Tower gefallen ist, also da wieder globales Gold für das Team von PKD. Und man muss ja dazu sagen, dass sie, wie du es bereits erwähnt hast, das auch ganz sauber runterspielen. Sie holen sich über ihre Leads, sie gehen nicht zu deep rein. Das ein oder andere Mal konnten wir merken, dass Pantheon jetzt seine Ulti abgebrochen hat. Also bemerkt hat, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen zu riskant. Deathwing hat da so ein bisschen, könnte man sagen, ein bisschen mehr Eier gezeigt, wollte da nochmal die Elise in einer bestimmten Form abholen, hat nicht ganz gereicht. Aber er macht halt stetig und sehr, sehr sicher den Tower kaputt. Und wir können auch bei seinem Itembild bemerken, dass er so den Zwischenweg geht. Er holt sich den Tiamat, rusht aber nicht die Hydra, sondern geht nochmal den Tanky-Weg mit dem Giants Belt. Ja, also man hat auch sehr, sehr genug Damage, um einfach mit dem Tiamat schon zu arbeiten. Man sieht hier, Rednik versucht hier, sich ein bisschen zu wehren. Oh, Engage auf der Botlane. Schöner Disengage mit von Mac is back mit der Ultimate. Konnte aber Lucian da nicht bremsen. Pantheon ist jetzt ebenfalls nach Kanya. Ohne Probleme, Commodores. Dann es sieht doch so aus, dass er dies unter dem Tower festgehalten wird. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Bombe ist da. Kill geht er irritierenderweise an Mac is back. Und er wird auch sein Leben verlieren. Leona hat ihn da nochmal ignited. Jetzt kommt aber die Mega Inferno-Bomb. Reicht nicht aus. Wurde weggeflasht. Pantheon müsste sein Stun wieder haben. Kann jetzt auch damit gut arbeiten. Oh, schön gemacht. Die Bombe ging zwar daneben, aber der Charge war nicht schlecht. Ja, wirklich sehr, sehr gut auch mit dem Ward nochmal gearbeitet, um halt Vision auf den Busch zu bekommen. Ja, sehr, sehr gut gemacht von Mac is back. Hat hier wirklich die Elise komplett im Tower festgehalten. Dann kam die Mega Inferno Bomb und ja, da war es einfach vorbei. Einziger ungünstiger Moment war quasi, dass der Kill an die Morgana selbst abgegeben wurde. Das daran, da kann man nichts dafür, das war die Pfütze des Grauens, so, die hat anscheinend genug Damage noch gemacht. Der Tower war natürlich ebenfalls sehr, sehr fleißig. Unangenehm, weil Elise ja auch zuvor ihr Repel benutzt hat, um so ein kleines bisschen näher ranzukommen, damit Elise auch, ja, nicht Elise, sondern damit auch Jinx, ja, stirbt. Hat jetzt nicht ganz funktioniert, also schöne Aktion auf beiden Seiten, man konnte sich so ein Stück weit wehren. Es reicht aber nicht aus, dieser Gesamtlead ist halt viel zu stark. Man kümmert sich auch hier nach die Drakes, das heißt hier schon wieder sehr, sehr viele Pink Wards und auch normale Wards verteilt, um sich zu garantieren. Und in 3 Sekunden wird man sich, denke ich, zügig darum kümmern. Pantheon ist ja bereits da. Ja, und auch Rennington kommt jetzt so schon auf den Weg Richtung Dragon. Er hat ja wirklich top auch schon den Tower eingepusht. Das heißt, sein Team kann da wirklich auch auf seine Unterstützung zählen. Und den können sie wirklich gar nicht contesten. Also den müssen sie wieder aufgeben. Und das ist natürlich sicheres Gold für PKD, die sich inzwischen schon einen Goldlead von 5000 angeeignet haben. Jetzt kriegt hier Lulu ein bisschen Probleme. Schöne Bombe, reicht aber erstmal nicht aus. Lulu dann ein kleines bisschen Tanky. Jetzt kommt der Mandrop genau auf sie runter. Sehr, sehr schön gemacht. Stunt hier sogar noch. Baylife, er wird ebenfalls sein Leben nicht mehr verbringen können. Hier sehen wir schon, Deathwing jetzt ein bisschen low geworden. Muss natürlich schauen, dass es zurückzieht. Es wird jetzt auch abgerissen. Trundle da ganz easy den Kill geholt. Satan immer noch da. Er ist natürlich mächtig, was den Schaden angeht. Kann ja auch gut arbeiten, Repel wunderbar platziert, aber genau die Bomben rein von Six. Sehr, sehr schöne Aktion. Auch der letzte Auto-Tag und die Bombe haben nicht ausgereicht. Avenue da leider ein kleines bisschen verfehlt. Trotzdem insgesamt 2 zu 1 getradet. Das ist natürlich sehr, sehr sauber. Nee, ich glaube sogar Baylife ist ja ebenfalls 3 zu 1. Genau, Baylife ist auch noch gestorben. Ist jetzt inzwischen schon wieder respawned. Aber wirklich sehr, sehr hart. Also der Deathwing, er kann da wirklich noch nicht so all-in gehen, wie er das gerne möchte. Also er wird wirklich ohne die richtigen Tank-Items, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr schnell sterben. Also wirklich, hat mich sehr gewundert. Ja, und man muss ja dazu sagen, er wurde hart gefokust. Das ist für das Team von PKD insgesamt eigentlich sehr, sehr schön, weil man natürlich dann andere Charaktere... Oh, dieser Geist, der will einfach nicht sterben. Aber Jinx wird ihn bald erledigen. Bezogen auf den Renekton, so muss man sagen, er hatte seine Rolle trotzdem erfüllt. Er war in der Lage, viel Schaden rauszudrücken und er hat sehr viel getankt. Jetzt hat er mittlerweile das Sunfire Cape fertig. Das heißt, er ist halt so ein bisschen den damage-lastigen Weg gegangen. Und wenn man halt die Wahl bezogen auf das Tiamat getroffen hat, muss man halt den Kampf dann auch suchen. Also dann auch Auto-Attacks landen ohne Ende. Normalerweise verlässt er sich ja mehr auf seine Fähigkeiten und seine Cooldowns. Hat jetzt nicht ganz geklappt, trotzdem Aufgabe erfüllt. Deathwing geht es da oben sehr, sehr gut. Und der einzige Nachteil, den er mehr oder weniger hat, ist, dass Trundle jetzt einen Kill bekommen hat und auch ein bisschen Tankiness aufbaut. Das ist halt im Vergleich wesentlich weniger. Wir können sehen, wie dermaßen nervig da Deathwing ist. Arbeitet da sehr gut mit seinen Cooldowns. Und Trundle ist eventuell wieder dazu gezwungen, sich zurückzuziehen. Ja, er hat natürlich auch durch die Spidorans und den Tiamat, wo auch ordentlich Health-Ring drauf sind, immer wieder die Möglichkeit, sich gegen zu sustainen. Und wenn Redmick da nicht gerade seine Ulti am Start hat, kann er ihm auch wirklich gar nichts entgegensetzen. Er sieht schon Deathwing schon wieder fast komplett vollgereckt. Also hat er wirklich auf der Top-Lane überhaupt keine Probleme.
Richtig. Wir können jetzt bei dem bezogen auf das Item-Bild auch sehen, dass Trund langsam aber sicher den Weg Richtung Blade of the Ruined King sucht. Das ist eine sehr, sehr gute Wahl, wie wir auch schon in der Bannphase erwähnt haben. Aber es ist halt dann auch ein sehr teures Item. Es braucht eine gewisse Zeit, ehe er sich's geholt hat. Und wenn wir den Farm anschauen, das sind so riesen Unterschiede. Hier nochmal einen kleinen Wegversuch. Satan kriegt da so ein bisschen Damage. Ein schöner Stil, aber Elise verliert hier sehr, sehr viel AP wieder. Geht hier Renekton in den Fight rein. Aber sehen schon, dass da die Mobilität auf jeden Fall auf der Seite von Try ist. Sie können da ganz gut zurück. Ein schönes Binding, ist ja die Frage, ob noch genug Schaden folgt. Sie kann sich nochmal mit der Ultimate retten, reicht aber nicht aus. Deathwing bekommt den Kill. Und hier als gesamte Einheit ist natürlich PKD wirklich stark. Sie haben sich jetzt ein bisschen früher gegroupt als sonst. Und das hat sich als vorteilhaft erwiesen. Definitiv, also schönes Dark Binding auf jeden Fall von Magus Black. Hat er wirklich Xio komplett, ja, außerhalb von seinem Team catchen können und dann kommt die Mega Inferno Death Rocket und dann ist es einfach vorbei. Oh, schon wieder das Binding, das heißt Lucian verabschiedet sich sofort. Satan wird hier wahrscheinlich ebenfalls noch drauf gehen, hatte leider die Tower Aggro gehabt, ist aber überhaupt nichts Nennenswertes. Könntest du bemerken, dass der Tower in der Mitte jetzt ebenfalls drauf geht und man hat ja vor allen Dingen einen sehr, sehr guten Belagerungsmodus. Morgana kann immer wieder mit den Qs arbeiten und Siegs mit seinen Bomben, um ganz einfach die Gegner low zu bekommen. Schöner Charge erneut und ich glaube, den Tower können sie nicht verteidigen. Nee, können sie nicht. Also Jinx wirklich ein super starker Tower-Pusher auch mit ihrer Minigun, hat da wirklich extrem viel Attack-Speed und Gashabu kriegt die auch. Oh, sehr, sehr schön gemacht von Elise, konnte hier mit dem Repel nicht nur ihr Leben retten, sondern auch noch den Kill holen. Ich will merken, dass jetzt hier der Re-Engage-Versuch da ist. Darkbeine geht leider nicht noch schön ins Fleisch, um von der Situation nochmal wegzukommen. Auch die letzte Bombe hat hier nochmal geschafft, den Slow zu bewirken. Das heißt, Xio will hier nochmal chasen, wird aber insgesamt sehr, sehr gefährlich. Der Cooldown seines Speed-Buffs ist sehr hoch und dafür wird er auch noch bestraft. Sehen hier, dass er seine Ultimate auspacken muss, um das Ganze zu überleben. Avenue kriegt sogar noch den Kill. Wirklich gut gemacht. Da stimmt der Schaden. Oh nein! Wieso läuft er in die Trap? Oh mein Gott. Da hätte auf jeden Fall Elise noch überleben können. Oh, das war sehr, sehr bitter. In das Minenfeld reingelaufen. Und damit hat sich Avenue natürlich... Ja, der eine Kill war schon sehr, sehr ungünstig. Aber jetzt hat er natürlich auch noch Elise killen können. Das ist sehr, sehr ärgerlich hier für Triforce Energy. Ja, wir können auch bemerken, dass auch sein Item-Bild da stimmt. Er hatte Rabadons schon vorher gehabt und dann durchbricht er auch mit seinen kleinen einzelnen Fähigkeiten locker denn das maximale Leben, was halt Ludo sich selbst in dem Moment gewährt hat. Und das ist so das Problem. Ludo selber hat quasi nur zwei aktive Damage-Spells. Das ist okay zum Harassen und das ist auch okay, wenn man da eher den unterstützenden Part einnehmen kann. Das ist auch eine gute CC, die sie ebenfalls mitbringt. Aber... ja, die defensive Variante lohnt sich nur wirklich dann, wenn man im 5 gegen 5 in irgendeiner Form gecatcht wird. Das heißt, das Ziel, was zum Beispiel vom Binding erwischt wurde, kann man mit der Ultimate retten. Aber hier hat das überhaupt nicht funktioniert. Ja, man sieht auch, PKD cleart da schon in, ja, in einer gewissen Weise den Baron, wollen sich also wirklich schon auf, ja, das Riesen-Objective hier demnächst stürzen. Ein Inhibitor ist auch schon offen, das heißt, den können sie auch wirklich mit 5 Mann da ohne Probleme angehen. Und in 30 Sekunden ist auch wieder der Dragon ab, das heißt, da wird wieder extra Gold für das Team von PKD einhageln. Ja, sollten sie es schaffen, wir können ja bemerken, dass... sie es schaffen, natürlich, also... sie machen wirklich eine sehr, sehr gute Rotation. Also man sieht schon, die Member versammeln sich jetzt hier alle Richtung Dragon und ja, geben dem Team von Triforce Energy da bis jetzt auf jeden Fall nicht wirklich die Chance, das zu contesten. Und ich mag auch einfach mal zu bezweifeln, dass dieser Dragon irgendwie in irgendeiner Weise contestet wird. Ja, hier muss man noch 5 Sekunden warten, bis dieser erscheint. Aber wie du bereits erwähnt hast, die Vorbereitungen sind schon getroffen. Auch die Rotation von Try sind da so ein kleines bisschen verzweifelt. Leona hat da mal nur den Weg Richtung Baron gesucht, um so ein bisschen Sicht zu geben und vielleicht keinen einfachen Follow-up für PKD zu ermöglichen. Aber sie handeln zurzeit äußerst routiniert, werden jetzt wahrscheinlich den Tier 2 Tower auf der Botlane heimsuchen, sind ja bereits alle dort und es wird schwierig für Try, das Ganze irgendwie zu überleben, denn sie haben mit der Glitterlands einen recht passablen Waveplay, muss man dazu sagen, auch Lucian ist in der Lage, einige Minions wegzuschreddern, speziell mit seiner Ultimate, aber es wird insgesamt sehr schwierig, wenn jetzt, das Binding trifft nicht, trotzdem reicht der Schaden ja aus, um die Ultimate zu provozieren und die Rocket reicht sogar noch aus, um die Killzone, das hat das Problem, wenn man einfach mit der Ultimate niemand, nicht mal sich selbst retten kann, dann wird das Ganze schwierig. Man hat ja noch nicht mal eine CC-Chain gewagt, sondern lediglich das Binding zuerst rausgehauen und dann den Stun von Satan. Wobei man hier sagen muss, Ludo wollte das dodgen und rennt in Pantheon rein. Ja, wobei man sagen muss, der Schaden von Avenue und Cosmic ist einfach schon zu hoch. Diese beiden Ultimates machen unglaublich Schaden. Satan geht hier nochmal rein.
Repel ist jetzt draußen. Sie kommt hier wahrscheinlich noch weg. Towers ist ebenfalls aufgegangen. Trundle versucht sich da so gut wie es geht zu verteidigen. Ultimate nun ebenfalls für Deathwing draußen. Oh, Satan muss da aufpassen. Verliert er schon relativ viel Leben. Aber den Inhibitor wollen sie auf jeden Fall bekommen. Schaffen sie auch. Ziehen sich jetzt auch ganz, ganz entspannt zurück. Also wirklich wieder routiniert gespielt. Sie könnten sogar noch ganz frech in die Mitte rotieren, um den Inhibitor nochmal abzureißen. Tun sie aber nicht. Ziehen sich nun zurück, ruhen sich erstmal auf den Erfolg aus. War ja wirklich insgesamt gut gemacht. Konnten sogar bei dem Dive mehrere Kills holen. Und für Triforce wird es super, super schwierig. Ja, also du hast ja schon einige Male erwähnt, auch in den anderen Cups, dass wirklich diese 10.000 Goldmarke ist wirklich ja immer sehr, sehr entscheidend, dass wirklich so langsam dieser Knackpunkt, wenn es dann wirklich ja sehr schwierig wird, immer wieder zurückzukommen, gerade wenn man einfach nicht sich keine weiteren Objectives wie den Dragon oder die Turrets, die ja wirklich immer noch bei Null sind, sichern kann. Und das macht PKD hier wirklich sehr, sehr gut, den unteren Inhibitor zu pushen. Das ist natürlich der weiteste Weg auch Richtung Baron. Und ja, wirklich super schön runtergespielt. Ja, könnt jetzt hier sehen, dass Avenue sich erneut den Blue Buff schnappt. Er hat jetzt auch schon eine ganz gute Cooldown Reduction dabei. Das heißt, die Bouncing Bombs finden sehr zügig ihr Ziel, sei es durch Masse oder durch Klasse. Und wir können ja auch bemerken, dass jetzt erneut der Druck von PKD aufgebaut wird. Sie rotieren so ein kleines bisschen um den Baron, das können sie sich leisten. Sie schicken das Krokodil nach oben, um einfach nur die Toplane weiter rauszupushen. Denn das nächste Ziel kann ja quasi nur der Tier 2 Tower dort oben sein. Vielleicht kann man sogar noch den Weg über die Mitte suchen, da es halt ja, überhaupt oder nicht effektiv, sagen wir mal so, verteidigt werden kann. Ja, man sieht auch, PKD hat sich jetzt hier wirklich für 3 Sweeping Lenses entschieden. Das heißt, sie wollen da wirklich auch Triforce Energy gar keine Möglichkeit geben. Der Random Ignite. Wow, das war wirklich ein sehr, sehr frühes Ignite. Baylife wird da auch ein bisschen HP von ihren schönen Bomben. Zack, da ist der Supporter down. Keine Chance. Jetzt hat die Frage, wie sie das Ganze nun beenden wollen. Können schon bemerken, okay, ohne Leona können wir uns eventuell den Baron leisten. Allein der Schaden, den hier Avenue rausbringt, ist wunderbar. The Calling ging leider daneben. Binding ebenfalls. Binding ist einfach verschwunden, sehe ich gerade. Können wir bemerken, dass man nochmal versucht, Sio zu bekommen. Er hat vergleichsweise viel Leben, aber ja, die Movement Speed reicht da aus, um wegzukommen. Schöner Shield hier, by the way, um sich selbst nochmal zu retten, aber ganz, ganz sneaky können wir auch bemerken, dass bereits Deathwing angefangen hat, den Baron Windel weich zu kloppen. Sie haben noch nicht genug Schaden, bräuchten also noch die Hilfe von Six, aber wir sehen schon, dass das Ganze hier sehr, sehr zügig vorangeht. Ja, und man sieht auch, Redneck braucht hier wirklich sehr, sehr lange, um einen dieser wirklich kräftigen Superminions auch zu schlachten. Also das gibt wirklich dem Team von PKD auch genügend Zeit, da den Baron in aller Ruhe zu machen. Oh, ihr seht schon, Elise ist trotzdem rübergegangen. Das war ein kleines bisschen zu spät. Hat nicht funktioniert, wurde mit dem Tod bestraft. Aber es sieht halt leider ohnehin nicht so gut aus für Triforce. Also PKD, der Gewinner der Winterseason, macht hier seinen Namen und den Ruf alle Ehre. Spielen das hier wunderbar runter. Ein Blick aufs Itembild können wir uns mehr oder weniger sparen. Wir können bemerken, dass PKD oder jedes Teammitglied von PKD mindestens ein Core, wenn nicht sogar eineinhalb Core-Items mehr hat. Jinx ist so gut ausgestattet mit dem Blutdurster, Last Whisper und Static. Da macht sie mehr als genug Schaden an jedem Teammitglied von Triforce. Ja. Vor allen Dingen gerade diese beiden Execute-Ultis mit dem Super Mega Death Rocket und der Riesenbombe von dem Six sind wirklich ja, sehr, sehr zerstörerische Tools, um ja, die Gegner zu zerstören. Oh, Leona versucht jetzt zu engagieren, aber wieder der Black Shield da. Leona jetzt mittendrin. Blaylife wird jetzt nochmal mit der Ultimate gerettet und einer entsprechenden Move Speed. Trundle will jetzt nochmal den Fight suchen. Der fängt schon eine halbe AP-Weg. Wieder ein schönes Binding auf Elise, aber diesmal kein Follow-up. Pantheon ist noch nicht da. Super Mega Death Rocket trifft ebenfalls nicht ihr Ziel. Aber alle Teammember von Triforce unglaublich low. Ihr könnt jetzt bemerken, dass der Baron Buff für einen ordentlichen Heal sorgt und man kann entweder weiter Druck auf den Tower ausüben. Ja, Also der wird jetzt auch nicht mehr lange standhalten. Pantheon pusht auch in der Mitte den Inhibitor, der wird jetzt auch demnächst fallen. Und dann behaupte ich einfach mal, ist das Game hier wirklich schon vorbei. Ja, sie machen das sehr, sehr solide. Haben dann Pantheon mehr oder weniger split pushen lassen. Er hat sich gar nicht überlegt, da irgendwie noch dazu zu springen. Trundle stirbt hier mehr oder weniger nebenbei. Deathwing will hier nochmal reingehen. Schöner Stun, aber Xio. Boah, Xio explodiert einfach. Wurde nochmal von der Bombe von Evan Hugh getroffen. Bouncing Bombs machen mittlerweile auch schon absurden Schaden gemeinsam mit den Traps. Wieder die Inferno Bomb dabei, um dann nochmal für Stress zu sorgen. Und Cosmic schießt jetzt einfach gnadenlos in den Fountain rein. Ihm ist das völlig egal. Der Laser kann ihn anscheinend auch nichts anhaben. Und PKD holt sich hier das erste Spiel.